Was ich hier habe, ist 1 Kilogramm Termit. Es brennt mit 3000 Grad heißer Flamme ab, sodass es zum Schweißen von Bahnschienen verwendet wird. Es kann easy selbst hergestellt werden. Dazu verwende ich zwei Chemikalien: rotes Eisenoxid und Aluminiumpulver. Jetzt nur noch gut vermischen und fertig ist das Ganze. Es sieht ein bisschen aus wie zu dunkles Currypulver. Die Fertigmischung suckt, denn die brennt viel zu schnell ab. Das selbst hergestellte Termit hingegen brennt genauso ab, wie es soll. Übrig bleibt ein riesiger Fleck weißglühendes Eisen. Das Eisen ist während der Reaktion entstanden und offensichtlich extrem heiß, weil es nicht rot, sondern sogar weiß glüht. Das mit dem Spatel war übrigens ein Fehler. Diesen Eisenblob kriege ich nie wieder vom Spatel ab. Im nächsten Short kümmere ich mich hier drum. Blitzthermit.